Ja, ihr habt es wahrscheinlich gehört, hier gibt es keine Einlaufmusik. Komischerweise, obwohl es eingestellt ist. Und auch eingefügt wurde. Lautern kommt. Lautern lässt mich überhaupt nicht begrüßen. Frechheit. Albert Bunyaku mit der ersten Möglichkeit legt den Ball links raus zu Ibrahima Traoré. Und Rakowski muss am Ende eingreifen, zur Ecke lenken. Und die kommt von Baumjohann in den Strafraum. Wir bringen den Ball nicht weg. Fortuna ist am Ende nochmal flankt scharf auf Bunyaku. Hat dessen Kopfball verfehltes Tor nur knapp. Ja, Kaiserslautern ist im Aufwind. Die haben ja das Spiel gewonnen gegen Frankfurt. Ganz wichtig in der Phase momentan. War sogar auswärts in Frankfurt. Jetzt kommen wir mit der ersten Möglichkeit und die ist auch riesengroß. Ja, und so sieht es halt aus, ne? Also, so ist es dann eben. Wenn du oben stehst, dann hast du das Glück des Tüchtigen. Da liegt der Ball zum ersten Mal im Netz und nicht bei uns, sondern im Kasten von Tobias Sippel. Doppelpass mit Kiyotake. Wiesmeier ist durch. Dann sieht er Papadopoulos, den Innenverteidiger, der aufgerückt ist, legt zurück. Und ja, der Grieche, die Bestie von der Akropolis, verwandelt hier zum 0-1. Und ja, aber Kaiserslautern versucht jetzt sofort nachzulegen. Wieder eine Ecke, wieder über Baumjohann. Er schaut lange, aber dann ist schon wieder Papadopoulos da, jetzt auf der anderen Seite. Und kann hier den Angriff klären. Von den Roten Teufeln, jetzt Schwalbe von Bunyaku. Ja klar, die versuchen natürlich mit allen Mitteln hier was zu erzwingen. Ganz klar, klein gegen groß. Was bleibt denn sonst noch? Die sind 100 Punkte schwächer. Klar spielen die zu Hause, jetzt kommen sie auch wieder. Wir haben im Moment ein paar Problemchen. Ich glaube, wir müssen den Einsatz doch ein bisschen erhöhen. Ich wollte es normalerweise nicht machen, aber ihr wisst ja, wir haben das Chelsea-Spiel vor der Nase. Nochmal Konzentration. Es läuft alles über Baumjohann. Den haben wir zwar in Manndeckung. Ja, wo haben wir das? Taktik, da steht's. Baumjohann. Aber der kann sich da irgendwie immer wieder durchmogeln. Jetzt Sabitzer wird links steil geschickt, will an Pierre de Witt vorbeigehen. Den erfolgreichsten Torschützen der Roten Teufel. Aber am Ende, nach Martauschschuss, kann Tölke das Ding zur Ecke ablenken. Die kommt jetzt. Kiyotake mit dem Eckball. Pierre de Witt, Entschuldigung, mit der etwas zu kurzen Abwehr. Ist aber auch ein Zungenbrecher, der Name. Martausch versucht es aus der Drehung. Ja, Schuss ist aber zu schwach. Kein Problem für Tobias Sippel. Den besten Feldspieler der Lauterer. Das ist schon immer nicht gut, wenn es der Torwart ist. So, erste Halbzeit ist damit faktisch vorbei. Ja, besser geht's eigentlich gar nicht. Papadopoulos mit einer 1, der eigentlich mit im Moment schwächste von der Form her. Rakowski auch mit einer 2. Und Arno Adai, der heute endlich nochmal spielt, endlich seine Chance nochmal bekommt. Auf der Rechtsverteidigerposition auch ordentlich. Aber es ist natürlich die Seite, über die meistens Baumjohann kommt. Beziehungsweise, wenn er dann Traoré schickt. Ist keine einfache Aufgabe. Die Halbzeitansprache. Ja, ich habe es gewusst, jetzt bringt ihr den Sieg nach Hause. Die haben Angst vor euch, habe ich vorher gesagt. Ich denke mal, das klingt zwar ein bisschen arrogant, aber ich glaube schon, dass es eigentlich zutrifft. Also so eine überlegene Mannschaft, jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander in der Saison, die macht einfach mittlerweile, glaube ich, bis auf die Bayern, Dortmund, Schalke wahrscheinlich überall Angst. So, ich glaube, Rakowski können wir auch mal noch loben, der kann es ja auch immer gebrauchen. Und ich glaube auch Serge Aurier nimmt es nicht alles so toll an. Der Einzige, der es macht, ist Papadopoulos. Der hat es aber, glaube ich, auch am nötigsten von allen. So. Aurier, der läuft ein bisschen mehr als Papadopoulos. Dann mal sehen wir ihn. Mal schauen. Hoffmann ist, ja, gelb vorbelastet. Sollte der die gelbe kassieren, haben wir ein großes Problem. Dann kann er nämlich nicht spielen gegen die Bayern. Bei Kiyotake ganz genauso. Ich muss mal gucken, wie das Spiel jetzt läuft, kurz nach der Halbzeit. Mali würde ja bereitstehen für Kiyotake und für die Innenverteidigung. Ja, Kotschowski, das kannst du eigentlich nicht machen. Da müsste Ginter nach hinten. Und ja, dann ist nur die Frage, wen stellst du auf DM, ne? Wir gucken mal. So, wir lassen natürlich erstmal alle warm laufen. Lautern muss was machen. Anwar Adai. Taktisches Foul an Fortunis. Holt sich da die gelbe ab. Da müssen wir natürlich sofort hier mal gucken. Nee. Falsches Ding. Das hier wollte ich haben. 35%. Ein bisschen was muss er nämlich noch machen. Traoré ist flink. Also den kann er nicht einfach dann laufen lassen. Das geht gerne mal schief. So, nächste Chance. Schönes Kombinationsspiel von uns in der zweiten Halbzeit. Erste Möglichkeit.
Am Ende Kiyotake wird aber von Pierre de Witt bedrängt und verliert den Ball. Nächste Möglichkeit, kleines Ding, 0:2, Fragezeichen, nein. Mit Glück gelangt der Ball in den Laufweg von Wiesmeier. Der latscht erstmal 30 Meter nach vorne, passt dann auf Martausch. Eckball, wieder Tölke dazwischen. Eckball kommt, zweite im Spiel, aber Sippel kann das harmlose Ding da aufnehmen. Ich denke mal, wir tauschen jetzt mal. Ich mache das am besten so, dann ist es übersichtlicher. Pinola kommt rein, der Kapitän. Für Adai ist mir einfach ein bisschen zu heiß. Note 3 ist in Ordnung. Und ja, das ist einfach mit den Tacklings. Er hat Grätsche, Zweikampf hat er natürlich abartig hoch. Deswegen, der darf ordentlich da reinhalten. Also harte Gangart Deluxe, würde ich mal behaupten. Ähnlich wie bei Papadopoulos. Der findet das ja richtig dufte, dass ich ihm das erlaubt habe. Da haben wir 56. Minute. Erster Wechsel. Meine Güte. Also das trifft dich aber auch jedes Mal wie der Ochse im Schlaf. Sabitzer mit einem Schlüsselbeinbruch. Das wird auch wieder noch einige Zeit dauern. Ich denke mal, die Saison ist damit für den Österreicher vorbei. Das ist mittlerweile in der Saison eigentlich permanent so. Irgendwann einmal in der Saison fehlt Sabitzer. Letztes Mal war es wegen der Nationalmannschaft. Jetzt verletzt er sich im letzten Spiel vor dem Chelsea-Hinspiel. Das ist ganz bitter. Ich meine, Eswein ist aufgewärmt. Eswein hat es auch gut gespielt. Vor kurzem. Ich glaube, gegen Lüttich. Nur du weißt halt, wie gesagt, nie, wo du bist bei dem. Das hoffe ich, dass sich noch einer verletzt. Martausch ist ja auch mal so ein Kandidat, dem gerne mal auf die Füße getreten wird. So, Wiesmeier mit der nächsten Möglichkeit. Tobias Sippel aber auch hier her im Haus. Ballgewinn von Borisjuk. Am Ende Ball zu Boniaku. In aussichtsreicher Schussposition macht er einen Haken zu viel, abgeblockt. Konzentration nochmal. 1:0 ist dürftig. Ist ganz dürftig. Jetzt müssen wir gucken. Als ob ich es geahnt hätte. Der hat eben schon mal versucht, aufs Tor zu schießen. Tja, was machst du jetzt? Jetzt hast du es natürlich wieder dicke, ne? Jetzt steht es 1:1. Kein Mensch weiß warum. Und du guckst blöd aus der Wäsche. Aber wir versuchen das sofort wieder zu gerade zu biegen. Schuss von Martausch wieder zur Ecke. Tobias Sippel auch hier. Her im Haus, wie immer. Kiyotake mit der Ecke, aber diesmal wieder Sippel. Ich hätte gedacht, er hätte eine bessere Note. Jetzt kommt Dominik Heinz für Jan Schimonek. Einmal wechseln können wir ja noch. Ich denke mal, wir können... Na, ich würde gerne Hoffmann da runternehmen. Kotschowski, das ist natürlich ein Risiko jetzt. Das ist natürlich jetzt ein Risiko. Den Jungen, der eigentlich keine Spielpraxis hat, der unglücklich ist, der kommt jetzt hier rein. Der hat noch gute 25 Minuten mit Nachspielzeit zu überstehen. Aber Hoffmann hat natürlich die Gelbe. Und für das Bayern-Spiel im Hinblick natürlich, da brauchen wir den. Das ist ja ganz bitter, wenn der hier die Gelbe sich einholt. Kiyotake ist halt jetzt die einzigste Personalie, die da noch offen ist. Gute Chance jetzt. Glanztat, auch hier Tobias Sippel. 72. Minute. Behält hier die Nerven. Nachdem Ginter auf Martausch gepasst hat. Flachschuss aus einem Meter. Scheitert Tim Martausch. Also das ist eigentlich... total, ja, ungewohnt von ihm. Willian kommt jetzt rein für Albert Boniaco. Mal gucken, wie stark der ist. Stärke 62. Das ist natürlich ein Kandidat, der könnte gegen uns gerne mal ein Tor machen. Pjanne Tölke gegen Matthias Ginter. Tölke im Endeffekt mit einem Schulterproblem. So, nochmal. Freistoß Kiyotake an der Strafraumgrenze. Und am Ende ist es Martausch. Oh, der Ball wird abgeblockt von Heinz, der vorhin eingewechselt wurde. Vor 10 Minuten. So, nächste Chance. Und jetzt haben wir es. Wir haben eine kleine Chance genutzt. Martausch ist es. 1:2. Matthias Ginter mit der Vorlage. 29. Bude. Für den Slowenen, für den Weltfußballer. Und jetzt gehen wir hier mal zurück. Wir gehen auf Konter. Lassen die Abseitsfalle mal raus. So, und das muss jetzt irgendwie funktionieren. Wir können so mal ein bisschen Zeitspiel machen. Also normalerweise... Nee, das nehme ich raus. Ich weiß nicht warum. Wenn Kiyotake nämlich meint, er müsste angesprochen sein, dann holt er sich da gelb ab und dann, ja, freuen sich die Bayern.
Gute Flanke von Eswein, Martausch aber dann gegen Sippel im 5-Meter-Raum unfair. Das ist natürlich Hoheitsgebiet des Torhüters, kennen wir ja alle, von daher abgepfiffen. Ich habe es schon befürchtet, ich habe nur dieses ekelhafte Zeichen gesehen, dieses fiese weiße Kreuz auf grün, aber es ist Borisuk. Ich denke mal, die spielen jetzt hier mit 10 Mann. Und das sollte uns natürlich dann helfen. Und ihr wisst ja, was das heißt. Retten wir das jetzt über die Zeit, dieses 2:1, oder erhöhen vielleicht noch. 5 Minuten Nachspielzeit, natürlich wegen den Verletzungen, dann haben wir die Meisterschaft vorzeitig. Da fragt man sich, wofür. Ja, wir hatten 2 Verletzungen. So ganz ohne ist es nicht, also die Zeit. Also ganz klar. So, Jungs, Mädels. Normalerweise müssten wir es haben. Also Einblendung bekommen wir hier keine. Aber ich denke mal, das müsste so geschehen sein. Wenn jetzt... Ne, es müssten ja nicht. 12 Punkte waren noch zu vergeben. 12 waren wir davor. Gut, gucken wir uns natürlich alles gleich an. Und dann schauen wir auch mal in den anderen Ligen vorbei, wie es da aussieht. Ob es da auch schon eine Vorentscheidung gab. Bis gleich. So, Lautern 1, Nürnberg 2. Es müsste normalerweise faktisch die Meisterschaft damit erledigt sein. Eine Einblendung hatten wir noch keine. Wir gehen natürlich jetzt mal ganz routiniert, wie immer, jetzt schon seit gefühlten 500 Folgen. Also wir sind schon sehr weit. Ich glaube, 270 plus müsste es mittlerweile sein. Also hätte ich niemals gedacht, dass das wirklich so kommt. Ich muss mich da auch an der Stelle mal bedanken. Also die Resonanz, vor allem in letzter Zeit, ist super. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr begeistert davon. Großen lieben Dank an euch alle. So, Tobias Sippel, bester Mann, der Torwart. Schlechtes Zeichen natürlich für den Rest, für die Leistung. Buljako 5, Pierre de Witt 5, der die meisten Tore bis jetzt geschossen hat. Und wieder ist es ein Defensivmann, der für Lautern trifft. Also die haben ein absolutes Sturmproblem. Am Ende auch Willian, der reinkam, der hatte eine 62. Also das ist ja damals, als ich mit Darmstadt gespielt habe, dritte Liga, das war ja damals schon schwach. Der Stegmann, die Pfeife. Entschuldigung, aber so muss es gesagt werden. Der hatte auch nur sowas, 62, irgendwas in der Art. Also das ist viel, viel, viel zu wenig. Und dann hast du einfach was falsch gemacht in der Saisonplanung, wenn du solche Spieler aufs Feld werfen musst. Es sei denn natürlich, die haben Verletzungsprobleme, das weiß ich jetzt nicht. Aber auch Buniaco ist ja ein bisschen schon über seinem Zenit. Teamansprachen haben alle funktioniert. Papadopoulos mit einer 2, der war bester Mann. Hoffmann auch sehr stark, 2,5, genauso wie Vollner, Ginter. Aber man sieht es schon wieder mal. Markus Vollner, der braucht keine Anlaufschwierigkeiten mitzubringen. Die kennt er gar nicht. Das Wort hat er aus seinem Wortschatz rausgestrichen. Der ist immer sofort bei der Musik. Und jetzt, nächstes Spiel ist ja Maha wieder dabei gegen die Bayern. Und auch Hoffmann darf spielen, Kiyotake darf spielen, haben sich beide zurückgehalten mit der Gelben. Ja, gucken wir mal rein. Statistiken. Lautern war nicht so schlecht. Die hatten einige gute Möglichkeiten. Haben auch dann verdient den Ausgleich gemacht. Am Ende waren wir dann doch stärker, logisch. Also auch das 0-1, das war ja auch aus dem Nichts raus. Lautern hat dann eine dicke Chance vermasselt und dann kommen wir und zack ist er drin. Und das ist dann einfach der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften und deswegen steigen die wahrscheinlich ab und wir werden Meister. Die Ergebnisse. Ganz klar, also die Bayern 0:2 zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. Was ist da los? Also Konstanz ist im Moment wirklich oben an der Tabellenspitze, bis auf uns Fehlanzeige. Also es sind jetzt 15 Punkte auf die Bayern und sogar schon, nee, doch, auch 15 auf Dortmund, die auch nur unentschieden spielen gegen Frankfurt. Mainz 0-0, das ist natürlich schlecht für Lautern. Beide unten punkten, nur sie nicht. Ja, aber so sieht es dann halt aus. Es ist immer noch machbar, das sind noch 9 Punkte zu vergeben. Sie haben 4 Punkte auf Mainz Rückstand. Und ja, Freiburg ist auch gerettet. Die haben 9 Punkte vor Mainz und auch 15 Tore. Also das wird nicht mehr machbar sein für Mainz. Also es geht nur noch darum, diesen 16. Platz hier zu retten. Die zweite Liga. 31 Spiele. Nee, die spielen morgen erst. Also brauchen wir gar nicht gucken. Das habe ich mir gemerkt. Und hier, da haben sie aber gespielt, glaube ich. Münster, Rostock sind, glaube ich, fast schon aufgestiegen. Babelsberg. Das sieht auch sehr gut aus. Also jetzt 5 Punkte auf Heidenheim. 8 auf Duisburg. Das werden noch 3 interessante Spieltage, obwohl jetzt so ein bisschen schon die Würfel gefallen scheinen, überall. So, andere erziehen ihre Kinder zweisprachig. Ich beidfüßig, sagt Silvia H. aus Neumarkt. Wo ist das denn? Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Nürnberg. Ja. Spieltagsstatistik können wir noch gucken. Ich amüsiere mich gerade über diesen Spruch da. Spieler des Tages, den kennt man überhaupt nicht. Ist ein Bremer. Jonathan Schmude,
zwei Talentsterne, also da sieht man mal, wohin man das bringen kann, wenn man das nur richtig anstellt. Also, das ist schon stark. Mit der Verfassung, mit den Werten hier, Spieler des Tages zu werden in der Bundesliga, nicht in der Regionalliga, sondern hier, das heißt schon was. Der ist auch sofort, der ist zum zweiten Mal sogar schon hier in der Elf des Tages drin. Und Sokratis neben ihm, sein Mannschaftskamerad, von uns keiner. Kevin Trapp, der alte Nürnberger Punkteklauer, ist jetzt zum ersten Mal erst in der Saison drin. Teamleistung. Die Bremer wieder sehr stark. Ich habe, na gut, Hoffmann kann ja nicht treffen, das haben wir ja gesehen. Also der ist ja keine Gefahr für Matausch mehr. Aber Kiesling vielleicht noch. Wollen wir mal gucken, die sind auch sehr stark gewesen. Die besten Spieler, wollen wir mal gucken. Ja, Kiesling, guckt euch das an. Ich hab's irgendwie im Ruin gehabt. Also Hofmann vergessen, Kiesling. Also er hat's in der Realität, hat er's, glaube ich, geschafft mit 25 Toren. Lewandowski hat, glaube ich, nur 24 gestern, weil er gegen Hoffenheim so super stümperhaft das 2:2 verhindert hat, indem er da im Abseits steht, beziehungsweise mit dem Bein hingeht. Sonst wäre Hoffenheim abgestiegen. Ich kann es ja nicht abstreiten, dass es mir gepasst hätte, aber so ist es halt nicht. Das muss ich auf Lautern hoffen. Dass, ich sag mal so, die Tradition zurückkehrt und das Projekt scheitert. Ich glaube, das ist ein ganz guter Spruch. Das trifft es eigentlich ganz genau. So, bei den Notenbesten Kiyotake ein bisschen runtergefallen. Auf Platz 6 Ginter, jetzt 7. Rakowski auch ordentlich mit 2,86, obwohl man ihn nicht so richtig sieht. Also er ist eher ein stiller Notenhamster. Das Fairplay noch. Hannover scheint es hier sicher zu haben. Das heißt, die können da... Mal gucken, wo stehen die? Die stehen auf 10, haben sonst keine Chance mehr auf die internationalen Plätze, aber hier könnten sie es noch überschaffen, in diesen Fairplay-Topf halt reinzurutschen. Sabitzer fehlt 4 Wochen. Das heißt, du kannst Bayern vergessen, du kannst Chelsea vergessen. Das ist bitter. Schweinsteiger 8 Wochen nicht dabei, Achillessehnenriss, boah. Wegen sowas Ähnlichem bin ich auch schon mal im Krankenhaus gewesen, ist keine schöne Sache. So, können wir eigentlich mal weitergehen in die Woche? Nicht ganz. Wir schauen erstmal drauf. Meistertitel vorzeitig gesichert. Der erste FC Nürnberg hat es geschafft und wurde heute vorzeitig Meister. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Titelverteidigung. Und damit ist natürlich ein großes Ziel schon mal unter Dach und Fach. Jetzt können wir uns wirklich komplett auf die Liga, nicht auf die Liga, auf die Pokalwettbewerbe konzentrieren. Zweite Mannschaft hat gespielt und ich glaube, die haben sogar verloren. Das würde natürlich mal wieder perfekt ins Bild passen. Meisterschaft. Da haben wir es nochmal am 23. April 2016. Ist es kein April-Scherz. Ja, verteidigt der 1. FC Nürnberg seinen Meistertitel. Super tolle Geschichte. Natürlich alles ein bisschen erkauft mit der Verletzung von Marcel Sabitzer. Gerade wo er wieder so stark war, mit einer 82. Kotschowski gewinnt Vertrauen in uns, weil er zum Einsatz kam. Wir hatten ihm ja Kurzeinsätze versprochen. Da haben wir es nochmal. Ja, 1:0 verlieren die. Gegen den TSV Buchbach. No-Name-Verein. Die haben natürlich einen super Torwart dann drin gehabt, den Süßmeier. Gute Verteidigung. Haben sich sogar noch einen Verletzten geholt und dann an der 90. Meine Herren, also das ist doch schon mal wieder ein Witz hier. Die können einfach manchmal den Ballbesitz nicht umsetzen. Das ist eine Mannschaftsstärke, das muss man eigentlich überhaupt nicht erklären. Das ist ein Witz, dass man dagegen verliert. Also normalerweise müsste ich den Jugendtrainer rausschmeißen, egal ob der eine 96 hat oder sonst irgendwas. Also, unglaublich. Naja gut, ich meine, sie hatten 4 Punkte Vorsprung. Wir können uns mal angucken, wie das jetzt ausschaut. Reserve. Memmingen muss ja erstmal gewinnen. Memmingen hat auch gewonnen, klar. Logisch, gegen Augsburg 2. Die stehen aber auch schlecht auf... Ja, Buchbach ist 17. Die haben davor nichts gewonnen. Also unglaublich, dass die da mal wieder sich so... Ach, Mensch. Also wenn irgendwas hier nicht funktioniert, dann ist es die zweite Mannschaft. Die haben jedes Jahr dieses Gezitter. Und mit einer Mannschaftsstärke, die... Wir können uns das nochmal angucken hier. Ne, kann ich jetzt so nicht machen. Das müsste ich, glaube ich, so. Mannschaftsstärken. Regionalliga Bayern. Also da muss ich eigentlich nichts zu sagen. Also der Jugendtrainer holt da nichts raus. Die sind 50 Punkte stärker als die zweitbeste Mannschaft. Da musst du einfach erwarten, dass die da mit 10 Punkten plus am Ende mit der Meisterschaft rausgehen. Klar sind die Spieler alle jung, wir sehen es hier. Nur die Fürther und die Augsburger 1860, die sind jünger. Natürlich zieht da Timmy Simmons als nach unten mit seinen 39. Aber und der Schäfer, der ist ja auch nicht unbedingt der Jüngste.
trotzdem, dieses Talent ist perfekt, das Durchschnittliche, also da können die alle überhaupt nicht mitstinken. Und trotzdem lässt sich Memmingen da nicht abschütteln, weil wir die ständig wieder zurückholen. Naja, ein Punkt ist es ja noch. Nächster Spieltag ist wieder zu Hause gegen Ismaning, gegen den Tabellen 13. Memmingen muss zu den kleinen Löwen. Die stehen aber ganz schwach, 19. Dann sind wir bei den Fürthern beim Derby. Die werden natürlich auch sich da reinhängen. Memmingen gegen Rhein-Lech. Wo stehen die? Platz 8. Ja, das hilft jetzt nichts. Müssen wir einfach mal abwarten. Die A-Jugend auf Platz 3. Haben keine Chance mehr auf die Meisterschaft, leider. Schlagen Hamburg 3-0. B-Jugend Platz 4. Also das ist alles ordentlich, was wir hier sehen. Da können wir uns nicht beschweren. 1-1 gegen die Bayern hier gespielt. So, ich will mal kurz schnell gucken hier. Karriereoptionen, was wir uns hier noch übrig haben. Olympique de Marseille. Wir sind einer der Kandidaten. Und ich glaube, das reicht nicht. Das ist einfach noch zu wenig. Nicht erste Wahl bei Lazio und Inter. Neapel, einer der Kandidaten. AC Florenz genauso. FC Turin wäre eine Idealbesetzung. Ja, wir sind insgesamt noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ich bin mal gespannt, wenn die Saison zu Ende ist, wie es dann ab dem 1.7. aussieht. Hier unten ist dann sowieso nichts Interessantes mehr dabei. Wie das dann aussähe. So, mal gucken, was wir noch quatschen können. Vielleicht noch ein bisschen was hier. Sammy Eto, Marcel Sabitzer, das ist natürlich wieder ganz schade. Lass mich das doch machen. So. So, 420 beim Team-Dynamik-Wert. Das ist schön. Also wir hatten natürlich schon mehr, aber Gott, wer will sich denn hier bitte bei 420 Punkten beschweren? Gebhardt, gut trainiert, müssen wir auch mal sagen. Also die zweite Mannschaft, das ist ein bisschen nach oben geklettert, aber ich gebe im Training alles. So, und dann noch einer haben wir hier, Niemeyer. Niemeyer muss körperlich stärker werden. So, das war der letzte Gesprächspunkt, den wir hatten. Dann gehen wir mal weiter. A-Junioren vor dem Topspiel. Lukas Janoschka haben wir hier, den Top-Transfer. Ja, hier ist ein Hoffenheimer, beziehungsweise einer von Boca Juniors, Buenos Aires aus Argentinien, geht zu Hoffenheim. Also da hat der Hopp wieder die Schatulle geöffnet. Klingender Name, Nicolas Carlos Colazzo. Rafael Varane hat verlängert bei Real. Hier ist keiner von uns im Fokus, hatten wir ja auch schon öfters. Das ist sowieso alles sehr ruhig gewesen, finde ich. Also jetzt auch, was Kiyotaka angeht, was Papadopoulos angeht, Martausch natürlich als Weltfußballer. So, B-Junioren gegen Hamburg 4-1 haben wir gesehen. Was hat er denn? Serge Aurier, Mannschaftsinterne ausgeplaudert. Also das mache ich natürlich selber. Wiesmeier, Trainingsziel erreicht. Dribbling, sehr schön, auf 80 mittlerweile. Die Beweglichkeit, die Flanken müssen auch noch ein bisschen hoch. So, was müssen wir denn noch mit ihm machen? Also er ist, also das ist wirklich, der ist so klasse geworden, der Kerl. Obwohl er halt, wie gesagt, nur, in Anführungszeichen, 3 Talentsterne hat. So, Preisinger wieder fit. Der hat natürlich gefehlt. Kann sein, dass es das den Ausschlag gegeben hat. Simas, der Inder hat wieder 2 Tore geschossen. Was ist eigentlich mit dem? Könnten wir den hochziehen? Könnte man überlegen. Aber Torriecher ist auch schon bei 71. Da hat er ordentlich nachgelegt. Scouting abgeschlossen. Mainz und Chelsea. So, Stefan Beckenbauer. Scouting in England hat sich darauf spezialisiert. Also ich denke mal, wenn wir dann demnächst Spieler aus England scouten lassen, dann könnten wir ihn das machen lassen. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein Vorteil. So, leider Gottes muss jetzt hier Sabitzer raus. Für Maha, den wechseln wir natürlich dann wieder mit Markus Vollner, obwohl mir das wirklich wahnsinnig leid tut. Aber ihr seht es ja hier, die beide Jungs mit einer 80 jetzt hier. Kiyotake ist nicht unbedingt fit. Zumindest was seine Form angeht. Frische zusammen mit Papadopoulos, das geht. So, wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt hier Aurier auf die rechte Seite tun und Pinola natürlich der Kapitän, der muss spielen. Und rechts außen natürlich dann Esswein. So, 887, was die Stärke angeht. Natürlich nehme ich Sammy Eto mit. Also in so einem Spiel musst du den einfach dabei haben. Auch wenn er natürlich von der Stärke her nicht an Polter vorbeikommt und dann Martos schon gar nicht mit seiner 85. Der hat auch so viel verloren. Also irgendwas scheint im Moment mit dem Training nicht zu passen. Beim Dieter Eils oder wie auch immer. Kann man reingucken hier, Training. Also im Grunde sieht das alles sehr gut aus. Also das ist alles super eingespielt hier unten. Durchschnittliche Taktik 5 von 5. Teamwork ist auch ordentlich. 66 von 100. Höher war ich, glaube ich, sowieso noch nie. Ja, Fitnessfrische, das ist natürlich klar. Wenn du so spät im Jahr noch auf
drei Hochzeiten mitspielst, dann kann das gar nicht anders sein. 2016 ist ja auch jetzt die Europameisterschaft in Frankreich. Da wollte ich noch von euch wissen, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Sollte ich ein Angebot bekommen von der Nationalmannschaft, was ja gut passieren könnte? Soll ich das annehmen? Soll ich einfach mal die EM spielen? Also wäre das für euch mal eine Möglichkeit, irgendwie mal zu schnuppern, wie das so aussieht, Nationalmannschaft? Also das wäre natürlich dann nur ein Vertrag für die Euro. Also danach könnte man entscheiden, ob man verlängert oder eben nicht. Und da wird es natürlich dann so aussehen, dass wir eben nicht verlängern. Aber für die Euro wäre das, glaube ich, mal ganz spannend, oder? Wenn ein guter Verein, also was heißt hier Verein, gute Nation anklopft. Das könnten wir auf jeden Fall mal gucken. So, wir gehen in einen Tag noch nach vorne. So, Mannschaftsinterne ausgeplaudert. Es gibt natürlich was Richtiges. Da kriegt er 50.000 reingebrettert, aber sowas von. Also das geht überhaupt nicht. Er kann von mir aus sich mit Ronaldinho treffen oder mit Robinho, wie sie alle heißen, die brasilianischen Disco-Hüpfer, und kann dann deine Clubs rumziehen. Aber von mir aus, das hier soll er lassen. Also das ist ja das Hinterletzte. So, Chelsea. Die Engländer, die leben natürlich auch Fußball, das hört man einfach. Adriano habe ich noch vergessen, das ist ja sowieso der Schlimmste von allen. Also der säuft ja und raucht und macht und der hat, glaube ich, keinen festen Wohnsitz. Der hat den, glaube ich, irgendwo in der Disco unten im Keller, hinterm Tresen. Also der hat ja seine Karriere sowas von weggeschossen, also es schon fast peinlich ist. So, die Bank steht, Mannschaft steht auch. Wir müssen natürlich jetzt noch die News hier gucken, die eine. Boyce ist wieder fit, der hat seine Zahnschmerzen hinter sich gelassen, war anscheinend beim Zahnarzt gewesen, hat sich dann Gebiss einsetzen lassen. Genau, die Taktik müssen wir noch gucken. Da müssen wir natürlich von dem Einsatz schon mal richtig hoch. Ich würde auch sagen, dass wir hier ein bisschen vom Pressing zurückgehen. Also die Abwehr lassen wir nicht, die lassen wir ruhig hier auf 50% stehen. Wir gucken mal, ob sich irgendwas anbietet, woher wir gehen könnten. De Bruyne ist zurück von Bremen, jetzt schon drei Saisons wieder bei Chelsea. Fernando Llorente, ehemaliger Bilbao-Spieler, ist vorne im Sturm. Oscar dahinter. Eden Hazard, Belgier, der kann sich mit Adai unterhalten. Javi Garcia, Ex-Real Madrid. John Obi Mikel. Ja, Ashley Cole, Ivanovic. Cahill und Piszczek ist bei Chelsea. Und hinten ist natürlich Peter Cech. Das ist auch so eine richtig tolle Legende. Also den mag ich auch ganz gerne, den Kerl. Also der hat sich auch einen richtigen Namen gemacht. Ja, was soll ich sagen? Also das wird nicht einfach werden, logisch. Also ich denke mal, dass wir das so machen, dass der Oscar hier die Sonderbewachung bekommt. Und ich hoffe, dass Adam Maher einfach die Klasse hat, um diesen Brocken hier wegzufegen. 1,93 groß, 88 Kilo, Sturmtank. Ja, der hat 18 Millionen für Chelsea gekostet, schon sehr früh, also schon nach der ersten Saison dorthin gegangen. 74 Spiele gemacht, also die trauen, glaube ich, dem Fernando Torres da nicht mehr hinterher. Freue ich mich sehr drauf auf das Spiel. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir an der Stamford Bridge ein super Spiel machen, um uns einfach die Ausgangsposition zu halten. Und das wird natürlich entscheidend sein. Am besten ein Tor schießen. Mal gucken, was kann ich Kiyotake sagen. Topform geht es. Nee, das habe ich dem schon mal gesagt. Vielleicht Rakowski nochmal. Was habe ich denn da hier? Topform, Mamas. Bei dem geht's. Also der hat zumindest jetzt eine Form von 10. Stärke 80. Das passt doch, oder? Ja, dann würde ich sagen, 3D-Spiel im schönen London. Aber nicht Arsenal, sondern Chelsea. Und danach die Bayern. Also die Woche hat's in sich. Bis gleich.